Hallo zusammen und willkommen zu einem neuen kleinen Auswahlorakel. Ich habe wieder zwei Stapel vorbereitet für die nächsten 3 Tage. Das ist ein zeitloses Orakel, das heißt, wann immer du auf dieses Video stößt, kannst du hier Impulse für die nächsten Tage für dich mitnehmen. Schau, mit welchem Stapel du hier in Resonanz gehst. Nimm dir gerne noch einen Moment Zeit. Den zweiten Stapel verlinke ich dir unter dem Video, genau wie die ganzen Karten, die ich hier benutze. Und drück gerne nochmal die Pause-Taste, wenn du dich noch nicht entschieden hast. Ansonsten starte ich mit dem Klatschmond. Hallo Gruppe Nummer 1, du hast dich für den Klatschmond entschieden und die Karte sagt, dein Vorhaben wird zum richtigen Zeitpunkt den gewünschten Erfolg erzielen, Leidenschaft und Fruchtbarkeit. Also falls du gerade was im Kopf hast und irgendetwas arbeitest, irgendein Ziel verfolgst, sieht das schon mal gut aus? Vielleicht bist du an einem Punkt angekommen, wo du vielleicht irgendwas in Frage stellst oder ein bisschen die Motivation verlierst. Dann ist das hier auf jeden Fall der Hinweis, dass du dranbleiben sollst und vielleicht ja, so ein bisschen die Kontrolle loslässt, weil zum richtigen Zeitpunkt wird sich der Erfolg einstellen. Genau, wir ziehen jetzt erstmal weitere Lenormand-Karten mit denen an. Und mal wieder die Pilze und noch 2 Zusatzkarten. Okay, zweimal das Einhorn, was ich schon mal gut finde. Und was mir auch noch mal zeigt, passend zu dem Klatschmond, ja, gerade hier diese doppelte visionäre Energie mit dem Turm, was für mich bedeutet, du hast einfach eine komplett andere Perspektive als die Menschen in deinem Umfeld. Vielleicht möchtest du dich auch selbstständig machen oder du arbeitest an einem Projekt, hast auf jeden Fall hier irgendein Vorhaben. Und den Fuchs haben wir auch zweimal. Genau, es ist wichtig, sich nicht blenden zu lassen, sich nicht ablenken lassen von außen, habe ich das Gefühl. Du hast Träume und Visionen und daran sollst du definitiv festhalten und passt dich nicht den Meinungen anderer Menschen an. Und auch wenn du da mal eine Zeit lang alleine dastehst oder irgendwie die Dinge einfach für dich behältst, den Fokus auf dein Projekt, auf dein Vorhaben, auf dein Ziel, was auch immer das bei dir ist. Und der Fuchs ist für mich hier ein bisschen so die Vorsichtskarte, auch nichts zu überstürzen, weil wir hier so dreimal diese schnelle Energie haben, dass du dir wirklich immer Zeit nimmst, den nächsten Schritt gut zu durchdenken. Vielleicht, und deswegen auch der Klatschmond, hast du das Gefühl, du musst ganz schnell sein und die Sense ist halt auch ganz schnell. Und da ist es, glaube ich, wichtig, so ein bisschen die Energie rauszunehmen und mehr ins Vertrauen zu gehen. Weil ich habe das Gefühl, du glaubst vielleicht nicht mehr an den Erfolg oder du hast Angst, dass die Dinge sich doch nicht so erfüllen, wie du dir das vorstellst. Aber das stimmt nicht. Es ist nur wichtig, diese Phasen zu erkennen, die Dinge zu planen und zu erkennen, wann der richtige Zeitpunkt ist, wieder etwas umzusetzen und wann der Zeitpunkt ist, wieder den nächsten Schritt zu planen, zu schauen, was läuft gut, was passt zu mir, was passt nicht mehr zu mir, wo will ich wirklich langfristig hin, welche Intention habe ich dahinter, warum mache ich das und passt das wirklich zu mir oder ist das nach außen hin vielleicht ein Kompromiss, damit ich nicht ganz so, weiß ich nicht, ich glaube, du hast ein bisschen Probleme damit anzuecken oder Angst, bewertet zu werden oder Angst, dass du dir zu viel vorgenommen hast und scheitern wirst. Und genau das sind ja aber alles Mindset-Sachen, die du dringend überarbeiten solltest. Du hast nichts zu verlieren, wenn du dir einfach bei allem Zeit nimmst. Also wichtig ist, dir dein Ziel weiterhin vor Augen zu behalten,
aber auch immer wieder nach regelmäßigen Abschnitten das, was du tust, zu reflektieren, was hat dir in der Vergangenheit geholfen, was hat dir nicht geholfen, was macht dir Spaß, was saugt Energie, um deinen Weg zu finden, der dich langfristig auch wirklich an dein Ziel bringt. Und wichtig, achte darauf, wann knickst du ein, wann passt du dich an, wann verlierst du dich selbst ein bisschen und machst das, was irgendwie alle machen oder was irgendwie besser ins gesellschaftliche Konstrukt passt, aber wo du dich selbst so ein bisschen verlierst, weil das ist genau das, was du nicht machen solltest. Sehr interessant. Schattenkontrolle, ja Mann, okay. Irrwege, Beendigung, das Karma, Unterbewusstsein, Anteile deiner Seele akzeptieren und verstehen. Ja, Schattenarbeit kommt ja noch ein bisschen raus. Kontrolle, Überwachung, Überprüfung, die Lebensgeschichte von anderen steuern, Kommunikation, Frieden. Jammern, Klagen, keine Bereitschaft weiterzugehen, Kontrolle, eigenes Leben, zurückgewinnen, Eigenverantwortung. Oh, wow. Okay. Und genau das ist das. Irgendwo gibst du zu viel Kontrolle ab. Und das ist nämlich das mit dem Pilz und den zwei Füchsen. Und das ist hier deine karmische Aufgabe, dich nicht von anderen kontrollieren zu lassen, dich nicht von dem System irgendwie kontrollieren zu lassen, dass du das machst, was für dich richtig ist, dass du anderen die Macht entziehst, dich zu steuern. Und Kommunikation ist hier noch wichtig. Ja, Schatten und Jammern. Achte darauf, wann du dir negative Geschichten erzählst. Wann du an den Punkt kommst, wo du eigentlich aufgeben willst. Warum passiert es? Was ist passiert, wo du anfängst, dich in Frage zu stellen? Hast du dich zu viel mit anderen verglichen? Hast du ja, noch Mindset-Probleme, wo du dir selbst irgendetwas nicht zutraust oder irgendwie der Druck zu groß wird oder fehlt dir irgendwie noch eine Info, dass du dir darüber im Klaren wirst? Weil das ist, glaube ich, so ein unterbewusstes Programm, das aktiviert wird, sobald die Dinge vielleicht nicht ganz so laufen, wie du dir das vorgestellt hast. Und da ist es wichtig, den Schalter umzulegen und nicht direkt aufzugeben, nicht in die Opferrolle zu gehen, sondern erkennen, okay, hier funktioniert gerade irgendetwas nicht so, wie ich wollte. Und das als positiven Impuls zu nehmen und sich zu fragen, okay, vielleicht kann ich das irgendwie anders machen, vielleicht kann ich eine neue Strategie wählen. Und dann ist das vielleicht genau die Strategie, die dich viel weiterbringt. Weil wenn etwas nicht so funktioniert, wie wir wollen, können wir immer was daraus lernen. Und wenn es auch nur charakterlich irgendwas ist, wie gehe ich jetzt mit dieser Situation um? Weil wenn du große Ziele hast, kannst du davon ausgehen, dass wenn du die erreichst, wahrscheinlich noch mehr Probleme auftauchen. Vielleicht bist du noch gar nicht in der Energie, das alles zu handeln. Deswegen bekommst du jetzt Stück für Stück so ein paar Herausforderungen, damit du darauf achtest, wie gehst du denn damit um? Und damit du Step by Step so mehr in diese Rolle kommst, wo du nämlich die ganzen Skills hast, die du brauchst, um dein Ziel hier zu erreichen. Unentschlossenheit, ich halte mich an allen Dingen des Lebens an meine Intuition. Ja, ich glaube, du kommst hier immer an einem Punkt, vielleicht hast du auch eine starke Intuition, aber wenn die Dinge, wie gesagt, nicht so laufen, wie du dir das vorgestellt hast, stellst du dich selbst in Frage und das solltest du definitiv nicht machen. Bitte um Führung und lerne aus deinen Fehlern. Ja, und das ist genau das, anstatt zu jammern, anstatt irgendwie zu denken, das ist jetzt ein Zeichen, dass das nicht dein Weg ist, sich wirklich zu fragen, was kannst du denn aus dieser Situation für dich mitnehmen? Stell dir die Frage, warum ist es genau richtig, dass mir das jetzt passiert ist? Was ist jetzt genau das Geschenk in dieser Situation, das mir langfristig dient? Und wenn du mit diesen Fragen daran gehst, findest du immer Antworten, die dich weiterbringen, anstatt dir zu sagen, oh, ich schaffe das doch nicht, mein Ziel werde ich nie erreichen, andere sind besser, ich kann das nicht, bla bla bla. Und dann, ja, bitte um Führung, verbinde dich mit deinem Higher Self, mit dem Universum, Quelle, was auch immer. Und bitte um Antworten, wenn du das Gefühl hast, auf der Stelle stehen zu bleiben. Und ja, mit dem Traumfänger habe ich auch das Gefühl, du bekommst Zeichen, Impulse.
und sich die Zeit zu nehmen, das auch richtig zu deuten und nicht irgendwie drüber hinwegzusehen. Ich glaube, du bekommst sehr viele Inputs, die dir helfen, hier dein Ziel zu erreichen, wenn du die Situation nicht so negativ bewertest, wenn mal was nicht so gut läuft. Das erinnert mich an meinen Prozess, als ich die Karten erstellt habe, da ist alles schiefgelaufen, von vorne bis hinten. Und ich dachte mir die ganze Zeit, okay, vielleicht soll es einfach nicht sein, aber ich konnte sehr, sehr, sehr viel in dieser Zeit lernen. Sei wütend und geh weiter. Ja, vielleicht erlaubst du es dir auch nicht mal, den Frust auch mal rauszulassen. Vielleicht schluckst du alles runter und dann staut sich alles auf bis zu dem Punkt, dann passiert irgendeine Kleinigkeit im Außen und dann explodierst du und hast keine Kapazität mehr, ja, deine Ziele zu verfolgen. Deswegen erkenne die Punkte, an denen du aufgibst. Ja, wenn du das Gefühl hast, du bist irgendwo an einem Ende angekommen, spür den Ärger, den Frust, schreib es auf, channel es und nutze diese Wutenergie und versuch die in ja, so einen Antrieb, Mut und Vorwärtsgehen zu transformieren. Ja, es lohnt sich, mit dem Flow zu gehen. Denke an den Baum, der mit dem Wind weht. Und anstatt starr zu bleiben, wenn die ganzen Äste abbrechen, versuch ja flexibler zu sein. Und genau hier diese Pferdenergie ist auch sehr flexibel. Und genau das ist das, weil am Ende ist jeder Fehler oder Scheitern eigentlich nur eine Umleitung. Das Leben will dir sagen, ja, hier geht es jetzt nicht mehr weiter. Du musst jetzt irgendwie was anderes machen, was Neues ausprobieren oder irgendwie die Richtung wechseln, weil dann kommst du zu deinem Ziel. Und deswegen ist es ein Geschenk, weil du auf dem, das, was du gerade vielleicht noch so fokussierst, nicht wirklich weiterkommst, aber du willst dich unbedingt daran festhalten. Und wenn du so ein bisschen loslässt, bekommst du die Impulse, die dir eigentlich einen viel besseren Input geben, um dann das Ganze viel leichter zu verfolgen, was dich letztendlich auch an dein Ziel bringt. Aber wenn du ganz, ganz starr bleibst und nicht von deinem Weg irgendwie abkommen willst, entsteht super viel Widerstand, du wirst frustriert, fällst in das dunkle Loch, wo alles negativ ist und genau das ist unnötig. Hier mal noch die Karte Verlustangst, wenn du befürchtest, eine Bezugsperson zu verlieren. Verlustängste werden klar und bewusst und können dadurch losgelassen werden. Denke, während du die Punkte hältst, noch einmal an die Situation, in der die Angst vor Verlust aufkam und sprich die Affirmation. Ich bin sicher und geborgen in all meinem Sein, im Zellbewusstsein, im Zellgedächtnis, in jeder Beziehung, auf allen Ebenen, zu allen Zeiten, in allen Dimensionen und Inkarnationen. Jetzt danke. Also hier ist es eigentlich auf Menschen bezogen, aber ich habe das Gefühl, dass es hier auch sehr auf dein Ziel bezogen ist, dass du Angst hast, dass das, worauf du seit Jahren hingearbeitet hast oder die Vorstellung, die du dein Leben lang von deinem Leben hattest, dass das alles nicht mehr sich erfüllt. Aber wie gesagt, der Klatschmann hat ja von Anfang an gesagt, dein Ziel, dein Vorhaben wird zum richtigen Zeitpunkt den gewünschten Erfolg erzielen. Ich glaube, es braucht einfach ein bisschen Geduld und so eine Achtsamkeit, wenn du merkst, es wird anstrengend, es wird irgendwie, irgendwo kommt so ein Widerstand, das richtig zu reflektieren, sich das genau anzugucken. Schreib es irgendwie auf, was bremst dich aus, was gibt dir Energie, damit du immer wieder reflektieren kannst, was dient dir und was nicht. Und dann kannst du immer Stück für Stück aussortieren und deine Strategien auch verändern und machst es dir dadurch viel, viel leichter. Dann haben wir noch die 67 und die 115. Der Frosch Reinigung, lass den Schlamm hinter dir und schwimme von nun an durch klares Wasser. Verabschiede dich von Personen, Orten, Situationen oder Dingen, die nicht deiner Idee von Klarheit und Gelassenheit entsprechen. Du hast die Kraft, deine Umgebung von jeder Trübung zu reinigen. Nimm dir Zeit, um für dich zu sorgen. Reinige dich und fülle dich wieder mit Energie auf. Ja, und genau, es ist das mit dem Fuchs und dem Pilz. Ich glaube, es sind nicht deine Gedanken, die
Ja, deine Gedanken werden irgendwie von deinem Umfeld kontrolliert. Man will dir einreden, dass du irgendwas nicht genau kannst, dass du irgendwie, ja, man stellt dein Ziel in Frage, man belächelt dich vielleicht, man gibt dir das Gefühl, dass du das nicht kannst, man gibt dir das Gefühl, dass du auf dem falschen Weg bist. Und es gibt vielleicht Situationen, wo du da nachgibst und dann plötzlich glaubst du denen, du verlierst den Glauben an dich selbst und das ist der Punkt, wo es nämlich hier in die Abwärtsspirale geht und ja, Verlustangst. Vielleicht merkst du auch, dass bestimmte Menschen dir gar nicht gut tun, aber irgendwie klammerst du doch an denen fest, obwohl die dir irgendwie im Weg stehen und unbewusst vielleicht auch verhindern wollen, dass du dein Ziel erreichst, weil die selbst frustriert sind und dir das irgendwie nicht gönnen, neidisch sind. Wenn die das nicht haben können, wollen die auch nicht, dass du das hast. Deswegen sei da achtsam. Wer dich unterstützt, wer dich erfolgreich sehen möchte. Auch unter Freunden gönnt man sich Erfolg und wer da irgendwie missgünstig ist, weiß ich nicht, ob das ein echter Freund ist. Meine Seele ist vollkommen und rein. Wow. Also eben davor hatten wir die Karte mit dem Schlamm und ich glaube, du lässt dich schnell von der Negativität anderer Menschen beeinflussen. Du bist rein, du hast hier eine schöne Vision, du bist, glaube ich, von Grund auf eher positiv, aber hier mit der Kontrolle und Schatten und Jammern, dein Umfeld versucht, die Negativität auf dich zu projizieren und dich damit auszubremsen. Auch wenn die das vielleicht nicht jetzt ganz bewusst machen, aber du triggerst vielleicht was in denen, was dazu führt, dass die dich ausbremsen möchten. Weil die nicht möchten, dass du die überholst oder dass du was erreichst, was die noch nicht erreicht haben. Deswegen sei da sehr, sehr achtsam. Sprich vielleicht auch nicht mit jedem über deine Ziele oder wie du dir dein Leben vorstellst oder was dein nächster Schritt ist, sondern geh auch immer wieder in den Rückzug, plane für dich, analysiere für dich und sei dir immer wieder im Klaren darüber, was gibt dir Energie, was fördert dich, was unterstützt dich und was eben nicht, damit du immer wieder, ja, damit du dein Wasser quasi reinhältst, wo du auch klar sehen kannst und weiter mit dem Flow schwimmen kannst und dich nicht von den dunklen Einflüssen der anderen irgendwie abhalten lässt. Spannend. Ja, ich hoffe, du konntest damit anfangen. Bleibst motiviert und machst das, was du geplant hast. Und ja, dein Umfeld oder negative Gedanken blockieren dich. Aber das ist alles nur eine Illusion. Stammt aus der Angst, aus der Kontrolle. Und wenn du das loslässt und dem Leben mehr vertraust und dir vertraust, sieht das definitiv gut aus. Okay, ich danke dir fürs Zusehen, freue mich über deinen Kommentar, deinen Daumen nach oben und bis zum nächsten Mal. Hallo, Stapel Nummer 2, du hast dich hier für die Kamelie entschieden und die sagt, wenn die Sehnsucht größer ist als die Angst, wird Mut geboren. Okay, vielleicht bist du gerade in einer Situation, wo so ein bisschen, ja, wo du vielleicht ein bisschen gedrängt wirst, die nächsten Schritte zu gehen. Und vielleicht hat dir für einen bestimmten Schritt, für irgendetwas noch ein bisschen Mut gefehlt. Und dann kann es sein, dass das Leben so ein bisschen den Druck erhöht, damit du quasi den Absprung schaffst und das umsetzt, was du dir schon die ganze Zeit vorgenommen hast. Mut, Vorbild. Ja, vielleicht kannst du genau mit diesem Schritt auch ein Vorbild für andere sein, in deiner Familie, in deinem Umfeld, für deine Kunden oder was auch immer. Selbstwert. Okay, also hier kommt schon super viel Intuition raus. Bist wahrscheinlich auch sehr spirituell. Empathisch, vielleicht auch feinfühlig, hochsensibel.
Also sehr viel weibliche Energie kommt hier auch ein bisschen raus. Und die Frage ist, worauf wartest du? Du wartest irgendwie, dass etwas im Außen passiert. Aber ich glaube, wenn wir auch die Karte hier mit dem Mut haben, es ist an der Zeit, dass du jetzt den Schritt gehst. Und ich weiß nicht, was es ist. Aber das passt hier auch. Hier der Schlüssel, was er so die Energie hat. Du siehst zwar, du weißt, du hast den Schlüssel in deiner Nähe. Du hast alles zur Verfügung, aber du traust dich nicht, den Schlüssel zu nehmen und die Tür zu öffnen, weil du irgendwie noch ein bisschen Respekt hast, was hinter dieser Tür ist. Und genau wie der Stern hier, sie steht da auf der Leiter. Es ist so viel Potenzial da, aber irgendwas blockiert sie noch, wirklich hochzugehen. Und mit den Blumen hier auch, was auch oft für ja, nicht sehen, was man zu bieten hat, seine eigene Größe nicht zu erkennen, ist hier ein Thema. Und vielleicht gab es ja auch irgendein Ende und du wirst jetzt bald erkennen, warum das richtig für dich war. Mit so ein bisschen Distanz erkennst du den Wert hinter diesem Abschluss und vielleicht fällt es dir auch schwer, irgendetwas loszulassen oder abzuschließen, weil du nicht weißt, was danach passiert. Aber ich habe das Gefühl, das passiert gerade nicht ohne Grund. Ich glaube, ja, das ist gerade so vom Universum quasi. Kommst du hier an ein Ende, weil irgendetwas nicht mehr passt. Aber du bist noch so ein bisschen in der Energie. Sehr stagnierend darauf zu warten, wann du jetzt ganz, ganz sicher weißt, was als nächstes zu tun ist. Aber ich glaube, diese Info bekommst du nicht, weil es wichtig ist, den ersten Schritt zu gehen. Und mit jedem Schritt bekommst du mehr Klarheit. Aber wichtig ist, dass du mutig weitergehst und nicht irgendwie stehen bleibst. Langeweile, Abenteuer und Kraft. Okay. Ja, vielleicht ist ja auch irgendwas zu Ende gegangen, damit du hier wieder mehr, ja, mehr in die Kraft kommst und irgendetwas muss mehr Fahrt aufnehmen, mehr in die Energie kommen. Irgendwas war zu stagnierend, was dich auch ausgebremst hat. Aber es ist wichtig, ja, mit dem Buch, irgendein Wissen fehlt dir vielleicht auch. Und wenn du das hast, geht es auch wieder vorwärts. Eine Reise könnte hier vielleicht auch wichtig sein. Nichts tun, unangenehmes Gefühl, Unzufriedenheit, innere Leere, Monotonie, neue Perspektiven, den Wert der Zeit entdecken. Ja, und nichts tun, Unzufriedenheit. Und das ist das, was ich hier wahrnehme. Du wartest auf irgendetwas vom Außen und das kommt aber nicht. Die Welle reiten, deine Ausrichtung auf Kurs bringen, deinen Traum leben. Das ist ein bisschen ähnlich wie der erste Stapel. Und der Turm steht hier auch auf der gleichen Position. Und ja, vielleicht das Leben drängt auch dich hier gerade in die Richtung, wo du dein Potenzial richtig leben kannst. Aber irgendwo blockierst du dich noch selbst, weil du Angst hast, den nächsten Schritt zu gehen. Ich glaube, du weißt, was der nächste Schritt ist, aber du traust dich irgendwie nicht. Der Hund steht ja auch oft für einen Coach oder irgendjemand, der dich unterstützt. Von daher bitte um Hilfe. Lass dich unterstützen, wenn du irgendwie nicht weiterkommst und da irgendwie, sei es Motivation brauchst oder irgendwelche neuen Inputs, die dir helfen, ja, einfach mit dem Flow zu schwimmen, in die Bewegung zu kommen, weiterzugehen und nicht irgendwie so lange zu stagnieren, in der Hoffnung, dass du irgendwie, ja, vom Blitz getroffen wirst und weißt, jetzt mache ich das. Selbstvertrauen, innere Stärke, Vitalität, Autorität, Würde, Bewusstheit über deine Werte und deine Einzigartigkeit. Genau das ist es hier. Du siehst nicht, was du zu bieten hast. Du machst dich viel, viel kleiner, als du bist. Du traust dir wenig zu. Aber genau das soll jetzt zu Ende gehen. Vielleicht so ein Coaching, wo du mehr in deine Kraft kommst, wo du mehr Selbstbewusstsein bekommst, würde dir, glaube ich, ganz gut tun, weil du ansonsten dich sehr, sehr stark selbst sabotierst. Wow, nochmal Mut. In mir finde ich die Kräfte der Angst mit Zuversicht zu begegnen. Also ich weiß nicht, wo du gerade Kopfkino hast, dass du irgendwas nicht kannst. Vielleicht gibt es einen anderen Ansatz. Versuch die Perspektive zu ändern. Was denkst du, was musst du machen? Vielleicht gibt's, und was macht dir Angst? Und vielleicht gibt es eine Alternative, die du dir zutraust,
aber die vielleicht nicht so beängstigend ist und wo du dann erstmal mit kleinen Schritten in deine Kraft kommen kannst und deine Learnings einfach machst, ohne dich direkt mit dem, was weiß ich, mit irgendetwas zu überfordern, wo du vielleicht erst noch reinwachsen musst, aber es ist wichtig, da rein zu wachsen und nicht stehen zu bleiben und alles irgendwie direkt ja, zu hinterfragen oder nicht mehr zu verfolgen, weil du hier irgendwie dir irgendetwas nicht zutraust. Inspiriere deine Mitmenschen, kenne deine Wahrheit. Ja, ist für mich, also hier kommt super viel spirituelle Energie raus und ich glaube, du weißt gar nicht, wie sehr du deine Mitmenschen inspirieren kannst, weil du deinen eigenen Wert noch nicht kennst und vielleicht das, was du machst oder tust oder deine Stärken für dich einfach komplett normal sind, weil die einfach zu dir gehören und du gar nicht weißt, dass du andere Menschen vielleicht damit unterstützen kannst oder inspirieren kannst. Kenne deine Wahrheit und hier nochmal, steh zu dir selbst. Es ist leicht, sich zu vergleichen, aber es führt dich nirgendwo hin. Akzeptiere dich selbst und ja, mit all dem, was du bist. Ja, und bleib dir selbst treu und fokussiere dich auf deinen eigenen Weg. Okay. Und vielleicht ist das genau der Punkt. Du kommst in die Sackgasse oder bleibst irgendwie stehen, verunsicherst dich selbst, weil du dich mit anderen Menschen vergleichst. Und dann kannst du mal gucken, mit wem du dich vergleichst und ob du da irgendwie einen Weg findest, das zu unterbinden. Wenn du auf Social Media unterwegs bist, ja, entfolge Leuten, die dir irgendwie dich unter Druck setzen oder meide Menschen, die dir das Gefühl geben, dass du irgendwas nicht kannst. Also wo auch immer du dazu tendierst, dich mit anderen zu vergleichen, versuche damit aufzuhören, weil das, ja, bringt dir gar nichts. Das führt nur dazu, dass du stagnierst. Und jetzt haben wir hier noch den Schmetterling und der sagt es ja auch hier, die Transformation, ja, also die Raupe wird zum Schmetterling. Die Stille im Kokon bereitet dich für den Wandel vor. Und genau das ist vielleicht auch hier diese Stagnation und dieses, oh, ich komme nicht weiter, ich stagniere, alles ist verloren, ist genau der Punkt, wo du eigentlich in diese Transformationsenergie kommst. Vertraue deinem neuen Weg, auch wenn es so aussieht, dass er vorbei ist oder dass er zu Ende ist. Also es, glaube ich, hier ist es nochmal wichtig, was ist deine Wahrheit? Was ist, bist du wirklich ganz ehrlich zu dir selbst? Oder wo machst du vielleicht auch so ein bisschen einen Kompromiss oder ja, vergleichst dich mit anderen und denkst, du musst die Dinge so ähnlich machen wie die anderen, aber die anderen gibt es ja schon. Es ist wichtig, dass du deine Wahrheit kennst. Du weißt, was dich antreibt, was motiviert dich und dass du das nutzt. Weil dann verlierst du wahrscheinlich auch diese Ängste, weil du erkennst, dass es viel leichter wird, wenn du einfach deinem eigenen Weg folgst. Das machst, was für dich passend ist und nicht das machst, was alle anderen machen. Weil vielleicht ist es einfach nicht deine Strategie. Andere sind vielleicht damit erfolgreich, aber das heißt nicht, dass du damit erfolgreich wirst. Deswegen ist es wichtig herauszufinden, was bringt dir Freude, was bringt dich in den kreativen Flow, wo bist du inspiriert. Weil wenn wir inspiriert und kreativ sind, sind wir automatisch im Flow. Aber wenn wir uns vergleichen, was ja dann dazu führt, dass wir uns selbst negativ bewerten und dann demotiviert sind, führt ja zu der Stagnation. Weil wir dann alles in Frage stellen und denken, es hat ja eh keinen Sinn oder es gibt eh schon so viele Leute, die sowas machen oder die sind irgendwie weiter. Was weiß ich, was man sich da alles ausdenken kann. Aber das führt dich hier in die Sackgasse und es ist wichtig, dass du das erkennst und durchbrichst. Schotte dich irgendwie ab, lass all das, was dich irgendwie unter Druck setzt, nicht an dich rankommen. Konzentriere dich auf deinen Weg und schau, wie du dich selbst motivieren kannst, was dir Freude bringt, wie du automatisch in den Flow kommst. Und genau das zeigt dir deinen Weg. Hier haben wir noch Schuldgefühle. Sobald du dich in Situationen leicht schuldig fühlst. Schuldgefühle entstehen zum Beispiel aus den Gegebenheiten innerhalb der Familie. Kinder fühlen sich oft schuldig für Geschehnisse, die in der Familie passieren. Da diese Übernahme von Schuldgefühlen unbewusst geschieht, ist das Erkennen und Lösen immer wieder ein Gewinn und damit ein Schritt in die Richtung der eigenen Freiheit und Identität. Okay, vielleicht, das können ja auch so Glaubenssätze sein, du darfst nicht erfolgreich sein, weil in deiner Familie niemand erfolgreich war. Du darfst nicht viel Geld haben, weil in deiner
Familie auch niemand viel Geld hatte. Oder all solche komischen Sachen. Du hast Schuldgefühle, wenn du erfolgreich bist. Du hast Schuldgefühle, wenn du ein glückliches Leben lebst. Wenn du voll in deiner Kraft bist, voll in deiner authentischen Energie, hast du Angst oder Schuldgefühle, dass andere, ja, das ist ja wieder dieses Thema, was sich auch schon seit Wochen hier durch die Kartenlegungen zieht, sein Licht für andere zu dimmen, weil man Angst hat, dass andere einen dann beneiden oder irgendwie einem was nicht gönnen. Und ja, aber du kannst dein Leben ja nicht davon abhängig machen, wenn andere, jeder ist ja selbst für sich verantwortlich. Und so wie du hier an deinen Glaubenssätzen arbeiten darfst, dürfen die anderen das ja auch. Und wenn die sich von dir getriggert fühlen, dann können ja mal hinschauen, warum das so ist und wie die das ändern können. Aber es ist ja nicht deine Aufgabe. Gib anderen Menschen nicht die Macht, ja, dein volles Potenzial zu leben, weil du Angst hast, ja, irgendwie keine Anerkennung mehr zu bekommen oder irgendwie ausgegrenzt zu werden oder sowas. Ich löse mich von eigenen und übernommenen Schuldgefühlen. Es ist vorbei und ich bin frei. Im Zellbewusstsein, im Zellgedächtnis, in jeder Beziehung, auf allen Ebenen, zu allen Zeiten, in allen Dimensionen und Inkarnationen, jetzt danke. Das kannst du sagen, um dich energetisch so mehr, ja, bei dir zu behalten, dich auf deinen Weg zu konzentrieren und zu wissen, dass jeder seinen eigenen Weg hat und jeder für seinen eigenen Weg verantwortlich ist. Ich vergebe und mir wird vergeben. Es sind Zeiten der Veränderung und des Wandels. Ja. Wieder die Veränderung, Schuldgefühle vergeben. Ja. Vielleicht gibt es auch irgendein Thema, was dir noch so ein bisschen auf der Seele brennt, wo du ein Schuldgefühl hast. Und es ist jetzt aber an der Zeit, das zu beenden, damit du dich davon frei machst. Gemeinsamkeiten, ich konzentriere mich auf das Verbindende zu anderen Menschen und nicht mehr auf das Trennende. So kann Begegnung und Harmonie entstehen. Ja, und dieser Vergleich, wer ist besser, wer ist schlechter, wer hat mehr, wer ist weiter, bla bla bla, bringt hier niemanden weiter. Und lieber zu gucken, okay, wie können wir uns auch unterstützen? Du hast die Stärke und ich habe die Stärke. Und zusammen haben wir noch ein viel größeres Potenzial. Also wenn man sich das so anguckt, kann man ja auch davon profitieren, von den Stärken der anderen. Weil jeder hat seine Stärken. Keiner hat irgendwie, geht da irgendwie leer aus. Lebensfreude, Optimismus und Sicherheit. Ich habe die Kraft und den Mut, mich auf einen Neuanfang einzulassen. Wow. Wenn das mal nicht passend ist, ich sag's nochmal. Lebensfreude, Optimismus und Sicherheit. Ich habe die Kraft und den Mut, mich auf einen Neuanfang einzulassen. Und das ist hier die perfekte Zusammenfassung. Und ja, irgendwo kommst du jetzt gerade an ein Ende und das ist genau richtig. Lass es los und habe Mut weiterzugehen, weil es wartet hier, ja, so ein Quantensprung. Du kommst ins nächste Level und dafür ist es wichtig, das Alte, was nicht mehr passt, loszulassen. Sei mutig, was Neues auszuprobieren. Sei mutig, deinen individuellen Weg zu gehen und mach dir nicht so viele Gedanken, wie das auf andere Leute wirkt, was du zu verlieren hast, weil am Ende ist alles nur eine Erfahrung. Du hast nur verloren, wenn du jetzt stagnierst und gar nichts mehr machst. Und hier die Lebensfreude kommt auch noch ein bisschen stark durch. Schau, dass es irgendwie leicht ist, dass du Spaß daran hast und alles, was dir sehr viel Energie nimmt oder was dich langweilt, ist einfach nicht für dich. So kannst du es reflektieren, das anpassen und so bleibst du im Flow quasi. Und kenne deine Wahrheit, bleibe authentisch, achte immer darauf, was ist wirklich deine Wahrheit, passen die Dinge zu dir oder ja, alles andere will einfach aus deinem Leben. Desto authentischer du lebst, desto mehr bist du im Flow und desto leichter wird es auch einfach. Okay, ich lasse es so stehen. Ich denke, das war deutlich. Ich hoffe, du konntest hier was mitnehmen. Ich freue mich wie immer über deinen Kommentar, deinen Daumen nach oben. Das unterstützt meine kostenlose Arbeit hier. Und ich sage danke fürs Zusehen. Mach's gut.